Hallöchen, meine Süßen, und ein schnutziges Willkommen zu einem kleinen Erklärungsvideo. Wie ihr seht oder sehen werdet, wird ab Montag voraussichtlich kein Viva Piñata mehr kommen. Das hat den Hintergrund, dass ich jetzt einen Fehler auf dem Account habe oder hatte, wodurch ich mich nicht mehr anmelden konnte. Das heißt, ich konnte auch keine Spielstände laden. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich zu Beginn des Let's Plays auch erwähnte, dass man einen Account braucht, also mit Account spielen muss, um überhaupt speichern zu können. Das Problem daran ist, ich hatte dieses Problem schon mal, nämlich mit einem Zweit-Account. Ich weiß nicht, wie ich das oder wo ich da anfangen soll zu erklären. Bei Viva Piñata ist es ja so, dass du mit einem Account, wenn du einen Spielstand dort anfängst und mit dem gleichen Account, dann sag ich mal, einen neuen Garten starten möchtest, dass du dann ja die Möglichkeiten, Erfolge, Geld und Co. alles von dem ersten Garten mit rübernimmst. Das ist der Grund, warum ich mir einen zweiten Account machen musste, damit ich dann halt das Let's Play nicht verfälsche, wenn ich mal privat spielen möchte. Und nachdem ich dann mit dem privaten Spielstand eine Weile nicht gespielt hatte, hatte ich bei dem das Problem, dass ich mich nicht einloggen konnte, weil entweder waren es Netzwerkfehler oder es waren Einlogfehler und mein Konto war gesperrt oder mein Konto war nicht mehr gültig und das Passwort war falsch und weiß der Geier was. Und jetzt habe ich genau dieses Problem mit dem Hauptkonto, das schon seit x Jahren existiert und bei dem ich schon seit x Jahren darüber Viva Piñata spiele, halt nur immer die Spielstände immer nur gelöscht hatte, wenn ich denn mal neu anfangen wollte oder jetzt halt in dem Fall neuer PC ja logischerweise die Spielstände halt noch auf dem Laptop gewesen sind etc. und nicht mit rüber gekommen sind und deswegen halt neu angefangen habe, aber das hat sich dann halt für das Let's Play ja gerade angeboten. Ja, dann habe ich seit, ich weiß nicht, jetzt seit 2 Stunden, gucke ich jetzt da überall rum, wie ich denn jetzt wieder in meinen Account endlich wieder reinkomme und mich endlich wieder anmelden und weiterspielen kann und von Tipps wie lade oder schalte diese zwei Wege-Authentifikation ab, weil das irgendwie zu Problemen geführt hat, über installiere das Spiel und Games for Windows Live neu, von irgendwelchen, du musst zusätzliche Ports am Router freigeben, was ich vorher übrigens nicht gebraucht habe, bis hin zu starte den Router neu, such die neue ID raus, gib die neue ID irgendwo an, starte das Internet neu, starte den PC neu, gib dem Startprogramm, also der Viva Piñata Exe und der Games for Windows Live Exe, gib dem Administratorrechte, probiere mit der Konfiguration rum und diese üblichen 0815-Versuche einfach, die vor 30 Jahren noch funktioniert haben, aber heute nicht mehr, hat alles nichts gebracht. Letztendlich hat ein einziger Tipp funktioniert, dass ich mich in meinen Account wieder einloggen konnte, nämlich das Konto in-game aus der Auswahl rauszunehmen und neu herunterzuladen. Danach konnte ich mich wieder ganz normal anmelden, auch bei dem Games for Windows Live Marketplace, was ja vorher auch nicht möglich war, ging das auch wieder. Ja, und daraus resultiert das nächste Problem. Der Spielstand ist gelöscht. Ich habe dort keinen Spielstand mehr und habe da dann auch wieder recherchiert und habe dann rausgefunden, wo die Spielstände gespeichert sind. Die Spielstände sind auch allesamt noch da, auch die von dem Zweit-Account ist alles noch anwesend. Nur gibt es das Problem, dadurch, dass das Spiel oder beziehungsweise dass das Games for Windows Live, dass die Speicherstände kontogebunden sind und das Spiel mein Hauptkonto jetzt einfach mal als neues Konto sieht, akzeptiert er diese Speicherdatei nicht mehr für das neu heruntergeladene Konto, obwohl das ja eigentlich das gleiche Konto ist.
Ich habe jetzt bereits an Foren geschrieben und nachgefragt, ob es irgendwie möglich ist, dieses Safe Game wieder einzusetzen, ob dadurch, dass es ja eigentlich das gleiche Konto ist, nur halt habe da ein bisschen das Problem geschildert und vielleicht kann mir da jemand helfen, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein paar Antworten abwarten. Werde eventuell mal vielleicht die folgenden Tage abwarten, das Wochenende abwarten, vielleicht die nächste Woche noch abwarten. Sollte ich bis dahin, weil es sind ja noch ein paar Tage, wo jetzt Viva Piñata läuft, also ich glaube Montag, Dienstag, Mittwoch läuft das noch, weil ich ein paar Folgen zu viel hatte, also da nicht wundern. Am Mittwoch kommt dann die letzte Folge Viva Piñata. Wenn bis dahin keiner Antwort kam und keine erfolgreiche Antwort kam, dann werde ich das Let's Play wohl oder übel beenden müssen, weil ich den Spielstand nicht mehr retten kann und ich werde ihn definitiv auch nicht mehr nachstellen. Und künftig werde ich auch keine Spiele mehr über das Games for Windows Live spielen, weil ich keinen Bock habe, dass diese gleiche Scheiße immer und immer wieder passiert. Da kann ich dann echt drauf verzichten. Da bitte ich euch dann auch Verständnis zu haben, was ihr, denke ich mal, aber auch haben werdet. Ihr habt ja gesehen, wie sehr ich mich über Viva Piñata teilweise echt heftig aufrege. Und gerade mit diesen ganzen Schmetterlingen, die wo dann ständig rein und rausfliegen und ständig das machen, was sie nicht sollen. Und dann kommen diese Viecher und diese Viecher. Es ist kein Fallout 4, wo ich dann mit Freuden dahinterher bin und alles nochmal umständlich nachstelle und so gut wie nachstelle. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem habe ich da dann keinen Bock drauf, wenn wieder so ein Scheiß passiert und ich das Safe Game wieder nicht retten kann und der ganze Scheiß wieder von vorne losgeht. Da bitte ich euch dann nicht sauer zu sein. Da werde ich dann ein anderes Spiel anfangen. Was, weiß ich noch nicht. Aber bis ich dann weiß, was dann noch zusätzlich kommt oder ob überhaupt zusätzlich was kommt, geht dann halt das Graveyard Keeper einfach weiter so wie gewohnt und dann halt täglich, so wie es früher gewesen ist, so lange wie es halt noch möglich ist. Und ja, in der Hinsicht wollte ich euch einfach nur vorwarnen und informieren, dass es sein kann, dass einfach kein Viva Piñata mehr kommt. Aber sollte im Grunde eigentlich gar nicht mal so schlimm sein, weil nämlich das Spiel eigentlich das Hauptziel, weil wir im Spiel eigentlich das Hauptziel ja schon abgeschlossen haben. Nämlich den Typen im Rollstuhl zu übertreffen, dessen Namen mir irgendwie immer entfällt. Also wir sind deutlich besser schon geworden, als der Typ im Rollstuhl war, haben, ich glaube, Level 50 erreicht in der letzten Aufnahme. Hatten tatsächlich nur noch einen Flutterscotch, wo wir hätten weiterarbeiten müssen und dann wären die Flatterviecher auch endlich fertig gewesen, dann wäre es mit anderen weitergegangen. Wir haben unseren Elefant mit als Zwiebelchen, wir hatten unseren Winnie und haben den Bär und haben das Donut bekommen und das sind bereits relativ schwierig zu bekommen, ne? Es gibt natürlich noch deutlich mehr, es gibt natürlich auch noch einige, die wir noch nicht einmal gesehen haben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das Nilpferd noch nicht gesehen haben. Wir haben die Pferde noch nicht gesehen. Es gibt noch ein geheimes Piñata, das wir auch noch nicht hatten. Uns haben noch ein paar Saure gefehlt, aber wir haben die Pflanzen komplett abgeschlossen. Wir haben sie gedüngt und hoch und groß gezogen und keine Ahnung was. Also wir haben schon relativ viel in Anführungsstrichen, aber natürlich fehlt noch einiges und es ist sehr schade, dass ich das dann eventuell abbrechen muss. Ich hoffe und ich hoffe, ihr drückt mir auch die Daumen, dass ich das noch hinkriege oder dass es eine Möglichkeit gibt, den alten Spielstand auf das Konto zu übertragen, damit wir da weiterspielen können. Ansonsten wird sich künftig alles, was mit Games for Windows Live zu tun hat, werde ich nicht mehr anrühren, weil ich keine Lust mehr habe auf diesen gleichen Scheiß irgendwie ständig. Da habe ich definitiv keine Böcke drauf. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber ich glaube, ihr versteht das. Wenn das euch selber so gehen würde, denke ich mal, würdet ihr nicht anders reagieren. Und ja, dann will ich jetzt euch für heute Abend nicht weiter stören und hoffe, ihr habt noch Spaß und hoffe, ihr guckt mir trotzdem noch gerne zu, auch bei anderen Spielen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch was, macht's gut und tschüss.